Hallo und herzlich willkommen. Der nächste CQS-Einbruch in Watch Dogs mit Denzen. Und zwar in dem Gebiet Dogs. Genau. Um diesen hier geht es. Standort sieht man so schön auf der Karte. Und zwar ist er auf dieser Fabrik oben drauf. Mit der Kamera habe ich schon gerade probiert. Funktionierte nicht. Ein bisschen was vorbereitet habe ich hier. Ich habe hier einen schönen LKW geparkt. Ja, einfach zack hoch, hoch auf dieses Dach. Da ist der Kasten, den brauche ich. Und man kommt von hier locker dran. Sieht aus, als wäre hier etwas. Ja, das müsste jetzt der 10. an der Zahl sein. Mist, da mal los. Einer ist hinter mir, obendrauf. Obendrauf. Kommt man denn da jetzt schon wieder dran? Da bräuchte man eine Kamera. Oder? Wie sieht das Ganze denn von hier aus? Ja, das ist schon wieder... also direkt der erste sitzt relativ schwierig. Motorrad. Okay, den habe ich da nicht hingestellt. Träger. Was hat irgendwas mit dem Träger hier zu tun? Ah, jetzt hackt das Ding. Kollege. So, auf den Träger drauf. Würde ich vermuten. Yep, genau so ist es. War doch simpler als gedacht. Donut. Ja, Motorradfahren ist nicht mein Ding. Und jetzt passieren, dass ich einen Fall baue. So, das ist da. Ich habe gerade geguckt, wo ich als nächstes hin muss. Und das ist hier. So, das ist relativ simpel. Einmal hoch. So wie es ausschaut. Braucht man nicht mal hoch wahrscheinlich. Kann einfach die Kamera nutzen. Wäre zu einfach gewesen. Und dieser Lift soll einfach nur die Zeit klauen. Man muss hier hochlaufen. Ja. Okay. Schneller. Schneller. Rüber. Da ist er. Oh. Da habe ich zu schnell Kuh geklickt. Macht nicht denselben Fehler. Man muss den Kasten anvisieren. Schade. Ach, hier gibt es einen Lift. Mit dem Lift kann man dann auch den ersten aktivieren. Braucht man sich nicht so einen Umweg da machen mit dem LKW. Naja, den muss man vorher erst finden. Aber das, was ich da gemacht habe, funktioniert genauso gut. Sieht doch spektakulärer aus. Da hinten stand ein Motorrad. Genau. Steht hier immer noch. Ja, kam ich um die Ecke gesprungen. Das war Absicht, dass da eine Sprengfalle versteckt ist. Und, wollte ich zwar was anderes hacken, aber hab halt die Sprengfalle gecrackt. Hab mich selber somit in die Luft gejagt. So, jetzt. Genau, das sollte man nicht tun. Den sollte man. So. So, letzten beiden. Einer sitzt da auf dem Dach, der andere sitzt unten. So, auf diesem Dach kann ich nichts mehr machen. Relativ schnell gehen. 3 Minuten habe ich noch. Naja. Aber es wird wohl klappen. Ja, rüberspringen klappt nicht. War ja klar. Ach, kommt man manchmal, also echt, kriegt man manchmal die Krise. Also hier gibt es
schon ein paar Bugs. Ich hab in der Kapagne auch schon mal so einen Bug gehabt. Da war ich am Durchdrehen. Kamst du nicht mehr raus. Naja. Kommen wir wieder zum Einbruch. Und zwar ist dieser. Ist der im Container, so wie es aussieht, oder von oben irgendwie ran? Hab ich ja gerade eine Lücke. Nein, da ist keine Lücke. Von oben irgendwie ran wahrscheinlich. So wie es aussieht. Ist es auch so? So, dann ist es einfach nur ein bisschen klettern. Vermute ich. So ist es auch. Der sitzt im Container. Okay, gut versteckt. Also, Respekt. So, 1,30 für den letzten. Schöner Überroller. Muss man auch drauf haben. So, der letzte, der sitzt hier auf diesem Dach. 1,20. Naja, müsste funktionieren. Wenn ich denn jetzt relativ schnell den Weg finde. Passiert. Ja, nichts passiert, geh mir auf den Weg, Kollege. Ja. Was gibt's denn hier? Also da gibt's den Stapler. Den benutze ich jetzt auch. Die Kamera gibt's da. Das gibt's da. Yep. Und die Kamera ist es. Oh. Nicht einfach. Doch, man kann es verhindern. Ist. Also, ist meine Meinung jetzt, ne? Naja. Aber es gibt wohl Besseres, hoffe ich. So. Ihr seht, 10 von 16 habe ich jetzt. Und in den Docks war es das, glaube ich. So wie es aussieht. Yep. In den Docks war das jetzt der letzte. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge im Stadtteil Silu. Und für diese Folge sage ich ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.